won't drown. There's always time to sing a song and walk along this road together. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wollte ich euch mal wieder so ein bisschen mitnehmen, was ich den ganzen Tag so über mache. Es ist jetzt Freitag, also offiziell ist eigentlich Wochenende, aber ich glaube, ich muss gleich noch ein bisschen was für die Schule machen. Ich muss aber noch mal gucken, was. Auf jeden Fall Deutsch noch, das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Und apropos Deutsch, es ist jetzt 11:45 und ich habe mir heute meinen Wecker wieder auf 8 gestellt, wie ich das jeden Tag mache. Und normalerweise schlafe ich dann halt noch so ein bisschen weiter, so bis um 9 oder so, aber dann meistens so um 9:30 stehe ich dann irgendwann auf, mache mir mein Frühstück und dann fange ich so an mit meinem Tag, was ich eigentlich noch relativ früh finde. Also sonst habe ich halt wirklich immer so bis um 12 geschlafen. Heute habe ich aber irgendwie viel zu lang weiter geschlafen und dann bin ich auf einmal irgendwann aufgewacht und war es so 10:45 und um 11 hatte ich dann noch eine Teamssitzung, also so eine Teamsbesprechung mit meiner Klasse und mit meinem Deutschlehrer. Also bin ich dann ganz schnell aufgestanden, habe mir Frühstück gemacht und dann an dieser Teamsitzung teilgenommen und die ist jetzt aber auch schon, okay, ein bisschen länger vorbei. Ja, okay, seit ungefähr einer Dreiviertelstunde. Und ich habe jetzt einfach eben noch ein paar YouTube-Videos geguckt und schon mal so mein Video ein bisschen weitergeschnitten, weil ich mein Haarefärben-Video morgen eigentlich online stellen möchte, aber ich muss noch so das Outro dazu filmen, deswegen das mache ich gleich noch. Heute ist generell irgendwie so ein Filmtag irgendwie noch, weil mir auch noch für das Langeweile-Video irgendwie so 2, 3 Szenenfilme fehlen. Ich weiß es gar nicht so genau. Auf jeden Fall irgendwie sowas in die Richtung und das wollte ich halt heute einfach noch fertig machen und dachte, das wäre irgendwie so ein bisschen was Interessanteres, deswegen wollte ich euch heute wieder mal ein bisschen mitnehmen. Ich bin ein bisschen genervt gerade, um ehrlich zu sein. Auf jeden Fall versuche ich jetzt nicht, mich weiter aufzuregen, sondern schreibe mir jetzt erstmal meinen Plan an Sachen, die ich noch filmen muss heute und Sachen, die ich noch machen möchte heute. Und das werde ich jetzt machen, um mal ein bisschen hier wieder runterzukommen, weil das hat mich gerade echt ein bisschen aufgeregt. So, meine Plans sind jetzt, glaube ich, fertig. Ich habe auch eben schon Svea angerufen, weil sie einen coolen Gastauftritt in meinem Video hat. Ich glaube, da freut sie sich richtig drüber. Aber ich kann euch mal ganz kurz zeigen, wie ich so versuche, mich zu organisieren. Das ist, also zeige ich euch das, glaube ich, mal. Also hier seht ihr jetzt meine To-Do-Liste für heute. Also ich habe halt eben noch zwei Videos, die ich zu Ende filmen möchte. Einmal das mit der Langeweile und mit den Haaren. Dann möchte ich bei H&M bestellen, beziehungsweise auch noch bei ein paar anderen Sachen halt einfach gucken, was es so gibt. Aber mein Bruder braucht Sachen von H&M und deswegen meinte meine Mutter, können wir halt gleich alle zusammen bestellen. Ja, genau. Dann halt da das Online-Shopping-Video anfangen zu filmen, weil ich da halt auch so einen Clip suchen wollte, als ich schon so die Sachen zusammensuche. Ja, keine Ahnung. Dann IGTV. Ich will immer noch versuchen, das eine Video hochzuladen. Ich bin da irgendwie noch nicht zu gekommen. Dann habe ich noch ein bisschen was ich für die Schule machen muss. Aufräumen, so wie immer. Haare zu Ende schneiden und hochladen. Das hört sich jetzt komisch an, aber ich meine das Video zu Ende, nicht die Haare. Meine Haare sind geschnitten. Und dann halt vloggen und das andere, den anderen Vlog, den ich letztens gefilmt habe, schneiden. Ja, und dann habe ich hier noch eine Liste an Sachen, die ich noch filmen muss für die beiden Videos. Also einmal für das Langeweile-Video und für das Haare-Schneiden-Video. Also Haare färben. Das ist eben für das Haare-Färben-Video. Hier für das Langeweile-Video, welche Sachen wir da noch filmen. Und hier sind noch meine Video-Ideen für die nächsten Wochen. Ja. Und dann habe ich halt jede Woche noch so eine Liste, wo halt die Sachen draufstehen, die ich für die Schule machen muss. Aber da heute Freitag ist es da jetzt nur noch einfach über und das ist Deutsch. Und das sollen wir halt erst zu Sonntag abgeben. Aber ich mache das lieber jetzt schon mal, weil am Wochenende habe ich da mal keinen Bock drauf. So, es ist mal wieder so ein Filmtag. Das klingt so komisch auf Deutsch. Filming Day. Ich habe schon wieder zu viele englische YouTube-Videos geguckt. Was eigentlich nur heißt, dass ich mich wieder fertig mache heute. Falls ihr wissen wollt, was ich da genau mache, dann könnt ihr euch mein letztes A Day in My Life angucken. Da habe ich das nämlich erzählt, was ich da eigentlich immer so mache, jetzt momentan so in Quarantäne. Und das mache ich aber immer wirklich nur an Tagen, an denen ich auch wirklich filme, sonst lohnt sich das einfach nicht. Oh mein Gott, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Und um ehrlich zu sein, weiß ich auch nicht genau, was mit meinem Ton los war. Wahrscheinlich habe ich einfach meine Hand vor dem Mikrofon gehabt. Ich kann gefühlt nicht reden. Ich habe eben da schon versucht, die ganze Zeit irgendwelche Videos zu filmen. Und es hat einfach nicht richtig funktioniert. Also, es geht. Ich werde die Sachen benutzen können, die ich da gefilmt habe. Aber irgendwie ist es ganz merkwürdig. Ich laber gefühlt die ganze Zeit irgendwelchen Müll und verspreche mich die ganze Zeit. Wie hast du das wirklich?
Ja, ich würde auch irgendwie am liebsten gerade die ganze Zeit einfach nur in meinem Bett liegen und irgendwelche YouTube-Videos gucken. Ich weiß auch nicht, wieso. Aber ich glaube, ich sollte einfach nicht so hart mit mir selbst sein, weil ich habe ja jetzt schon relativ viel geschafft, so würde ich sagen. Und ich glaube, mein Video ist fertig importiert. Das heißt, ich kann es hochladen. Woo! Ich habe mir jetzt erstmal einen kleinen Snack gemacht. Also ich habe hier ein bisschen Obst geschnitten, also einfach nur Blaubeeren. Und dann habe ich hier nochmal einen Cappuccino aus meiner coolen Washington-Tasse, die ich mega, mega gerne mag. Ja, und dazu gucke ich jetzt einfach ein YouTube-Video und mache eine kurze Pause. Und dann bearbeite ich mein Video aber gleich weiter. Aber das andere liegt jetzt schon hoch, also das Haarefärben-Video. Es ist schon zu 32% hochgeladen. Ja. Ich habe mich jetzt, glaube ich, umentschieden. Und zwar wird heute doch kein Filmtag. Okay, vielleicht wird heute doch eher ein Editing Day. Also ein Schneidetag. Das klingt so komisch auf Deutsch. Ey. Manchmal hasse ich mich selber für meine ganzen Anglizismen. Nein, Spaß. Aber ich bin jetzt gerade dabei, den Vlog von letztens zu schneiden. Und mein Speicher regt mich so auf meinem Laptop. Meine Güte. Aber es ist halt typisch Apple, weil bei den MacBooks sind die halt immer richtig klein, die Speicher. Aber das ist halt so, ne? Kann man nichts machen. Ich hatte ja eigentlich vor, heute noch so dieses Online-Shopping-Video zu filmen oder zumindest ein bisschen was davon zu filmen. Ich denke mal, das werde ich auch noch weiter filmen. Entweder ich werde es halt heute noch machen oder ich mache es halt morgen, aber ansonsten habe ich halt das, was ich heute so filmen wollte, eigentlich gefilmt. Also ich habe das Haarefärben-Video gefilmt, das ist jetzt auch schon hochgeladen. Ich muss halt nur noch so Infoboxen und das Ganze machen. Und das andere Video habe ich auch fertig gefilmt, bis auf einen kleinen Ausschnitt. Aber den kann ich auch morgen noch machen. Ist jetzt auch schon 5, also schon ein bisschen später jetzt. Und ich glaube, ich bearbeite jetzt einfach noch das Video ein bisschen weiter oder zu Ende oder keine Ahnung, falls der Speicher von meinem Laptop das zulässt. Und irgendwie weiß ich auch nicht, warum. Heute ist irgendwie nicht so mein Tag. Also ich habe halt so die Sachen gemacht, die ich machen sollte. So die meisten davon. Aber irgendwie nervt mich das dann immer trotzdem, wenn ich nicht alles das mache, was ich mir so vorgenommen habe. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Aber mein Zimmer ist einigermaßen aufgeräumt, aber ich glaube, ich sollte trotzdem gleich nochmal ein bisschen Staub saugen, weil ich weiß auch nicht, wie hier immer dieser ganze Dreck reinkommt. Es ist so nervig. So, ich habe es finally hinbekommen, mein IGTV hochzuladen und oh, Amelie hat gerade kommentiert. Liebe Grüße an Amelie. Bin mal gespannt, ob sich das Leute angucken und wie das überhaupt so funktioniert. Ich hatte keine Ahnung, wie man das da überhaupt hochlädt. Das hat eigentlich doch noch relativ gut funktioniert und oh, 32 Aufrufe schon. Hat sich das dann alles angeguckt? Okay, man kann nur die Gefällt-mir-Angaben sehen. Also eigentlich habe ich gedacht, ich mache heute nichts mehr für YouTube und warte einfach nur, bis das Video hochgeladen ist, weil ich lade jetzt noch das andere Video hoch, also a day in my life. Und irgendwie habe ich so den ganzen Tag gedacht, ich schaffe heute ja gefühlt gar nichts, aber ich habe eigentlich echt doch ganz schön viel gemacht. Also es ist okay, es ist jetzt gerade 8 und eigentlich dachte ich mir so, okay, guck einfach ein paar YouTube-Videos. Aber immer, wenn ich YouTube-Videos gucke, bin ich immer so richtig inspiriert und motiviert, dann selber weiter meine YouTube-Videos zu filmen oder zu schneiden oder keine Ahnung. Und dann gleichzeitig habe ich gerade auch sehr viel Spaß am Schneiden. Deswegen freue ich mich auch schon richtig lange darauf, jetzt mein Langeweile-Video zu schneiden. Also das mit den Tipps gegen Langeweile, weil da habe ich echt richtig lange dran gefilmt. Und ich freue mich schon richtig, das zu schneiden, weil ich habe schon so, als ich das gefilmt habe, mir so überlegt, wie ich das schneiden möchte und so. Deswegen freue ich mich da jetzt richtig drauf, dass ich das endlich schneiden kann. Ich glaube, deswegen mache ich das jetzt einfach noch. Also ja, obwohl ich eigentlich das nicht mehr vorhatte, werde ich jetzt, glaube ich, noch mein Video schneiden. Ich glaube, es war nicht ganz zu Ende, weil das wird dauern. Das wird, glaube ich, ewig dauern. Aber soweit ich komme halt. Und ich freue mich da so drauf. Okay, es ist jetzt gerade 1:06 und ich habe gerade meinen Laptop zugeklappt. Aber ich werde noch nicht ganz schlafen gehen, weil ich möchte mir noch meine To-Do-Liste für morgen schreiben, damit ich das morgen nicht machen muss. Weil mir sind heute noch so richtig viele Sachen eingefallen, die ich noch machen muss eigentlich. Also doch schon eigentlich. Mein Abgeordneter von meinem PPP-Stipendium hat mich zum Beispiel darum gebeten, dass ich einen Artikel für die Zeitung schreibe über mein Auslandsjahr, damit es halt Leute lesen, die dann auch ins Ausland gehen könnten über dieses Stipendium. Und das mache ich natürlich mega gerne. Aber jetzt fängt halt die neue Bewerbungsphase wieder an, glaube ich. Irgendwie so im Mai, bin ich der Meinung. Und deswegen wäre es ja ganz gut, wenn dieser Artikel dann bald in der Zeitung erscheint, obwohl ich nicht weiß, ob die jetzt momentan einen Artikel über eine Reise in die USA in der Zeitung haben wollen. Aber ich werde denen einfach mal eine E-Mail schreiben und das anfragen. Ja, keine Ahnung, wird schon irgendwie. Und ansonsten melde ich mich einfach nochmal bei dem Wahlkreisbüro und dann werden die da schon regeln, dass ich da einen Artikel hinschicken kann. Und dann möchte ich ja wahrscheinlich ein duales Studium machen, wenn ich mit der Schule fertig bin. Aber da und da sind jetzt schon die ersten Bewerbungsportale offen. Deswegen werde ich mich da, glaube ich, die nächsten Tage mal bewerben. Das ist irgendwie richtig aufregend, wenn ich da so drüber nachdenke. Aber das werde ich wohl mal machen. Und dann muss ich jetzt doch noch Französisch machen für diese Woche.
auch richtig nervig. Aber das muss ich halt alles morgen machen, beziehungsweise nicht morgen, aber so in den nächsten Tagen irgendwann, damit ich das dann einfach nicht vergesse. Und deswegen möchte ich mir das jetzt aufschreiben, damit es halt nicht mehr so in meinem Kopf rumgeistert und ich nachher nicht schlafen kann. Weil ich mir so denke, okay, das darfst du nicht vergessen. Weil irgendwie war der Tag heute so richtig komisch. Also ich weiß auch nicht, was da los war. Ganz merkwürdig. Aber ich gehe jetzt auf jeden Fall, glaube ich, gleich schlafen. Weil ich bin so müde und freue mich so auf mein Bett. Aber ich habe irgendwie so ein Gefühl, dass es heute nichts wird mit Einschlafen. Oh, ich hasse